Kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Es gibt von diesem Video auch eine 360-Grad-Fassung, bei der ihr euren Blickwinkel selber bestimmen könnt. Ich verlinke ihn mal oben rechts. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. 360 Grad oder die herkömmliche Fassung. Viel Spaß. Dass die Reichweite von Elektrofahrzeugen von der Außentemperatur abhängt, ist mittlerweile bekannt. Einen Test im Sommer haben wir schon gemacht. Wie weit kommt man mit der Zero? Heute will ich mal wissen, wie weit kommt man im Winter mit der Zero? Viel Spaß! Den letzten Reichweitentest haben wir im Sommer gemacht. Den verlinke ich mal oben rechts. Das war an einem der heißesten Tage im Jahr bei rund 36 Grad. Wir haben heute 6 Grad, also ziemlich genau 30 Grad weniger. Im Sommer habe ich es geschafft, die Zero an einem Tag 300 Kilometer weit in der Stadt zu bewegen, ohne nachzuladen. Das wird mir vermutlich aus mehreren Gründen jetzt nicht gelingen. Also erstmal, ich werde nicht bei 6 Grad den ganzen Tag Motorrad fahren. Das könnt ihr vergessen. Dieser Test zieht sich über vermutlich 3 Tage. Ich werde das einbauen in meinen Weg zur Arbeit. Heute muss ich quer durch die Stadt und wieder zurück. Morgen, übermorgen arbeiten. Also das wird schon irgendwie funktionieren. Ich werde Autobahnen vermeiden, ich werde aber ganz normal fahren, so wie ich immer fahre. Habe also auch die Heizgriffe eingeschaltet, wie ich das immer jetzt bei den aktuellen Temperaturen tue. Ja, ich lasse euch nicht die ganze Zeit mit dabei, sondern werde mich jeweils, wenn ich 10% State of Charge habe, melden, um mal den Stand der Dinge zu verkünden. Aktuell bin ich jetzt 3,3 Kilometer gefahren und habe eine prognostizierte Reichweite von 189 Kilometern. Das heißt, gesamt werden es 192 in der Stadt. Zero gibt an für diese Maschine im Stadtbetrieb 262 Kilometer. Wie gesagt, 300 Kilometer haben wir schon geschafft. Insofern ist es jetzt nicht verwunderlich, wenn wir davon abweichen. Es war erfreulich im Sommer nach oben, aber wir werden mal gucken, wie weit das im Winter nach unten abweicht. Denn ich habe keine Ahnung, zu welchen Straßen- und Temperaturverhältnissen Zero das Ganze ausgemessen hat. Ja. Und dann fahren wir jetzt erstmal. Ist etwas schattig, aber es gibt kein schlechtes Wetter. Gibt nur unpassende Kleidung. Wir haben jetzt 90% Akkuzustand. Interessanterweise sagt mir die App 89, ist gerade von 91 auf 89 gesprungen. Ich richte mich mal ans Display, 90% Akkuzustand, gefahrene Kilometer knapp 21, Restreichweite 199. Macht zusammen 220 Kilometer gesamt als theoretische Reichweite. Das Phänomen hatten wir im Sommer schon, wenn man erstmal anfängt ruhig zu fahren, dann korrigiert sich die Restreichweite erheblich nach oben. Mal sehen, wie weit das noch kommt. Im Augenblick, wie gesagt, bei 90% sind wir Restreichweite 199, gefahrene Kilometer 21, also bei 220 Kilometer. Mal sehen, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt gleich an dem Punkt, wo das passiert, was immer wieder seltsam ist. 82% Reichweite. Und in wenigen Augenblicken wird das direkt von der 82 auf die 81 umspringen. Das scheint irgendein Rundungsthema zu sein. Die App zeigt bereits 81% Reichweite an. Aber wie wir eben gesehen haben, hat auch die App manche Dinge übersprungen. Und dann schauen wir mal gleich, wo wir sind. Wir hatten bis eben etwas Stop-and-Go-Verkehr. Konnten nicht allzu schnell fahren. Jetzt sind wir gleich am Ziel unserer Etappe angelangt.
Und jetzt warte ich nur noch auf die 80%. Insgesamt kann man aber schon mal sagen, die Reichweite ist weiter angestiegen. Im Augenblick liegt sie bei über 205 Kilometer. Restreichweite trotz bereits verfahrenen knapp 40 Kilometer. So, immer noch 81% in der App, 82% auf dem Tacho. Und da ist es geschehen. 80% Reichweite, von 82 direkt auf 80 gesprungen. 80% State of Charge meine ich natürlich. Reichweite ist bei 204 Kilometer, gefahrene Kilometer bei 40. Das heißt 244 theoretische Gesamtreichweite. Wir nähern uns den 262, die von Zero vorgegeben sind. Ich bin gleich am Ziel meiner jetzigen Etappe und werde mich dann wieder zurückmelden, wenn wir auf dem Rückweg sind. Wir befinden uns auf dem Rückweg wieder. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Die App zeigt bereits einen State of Charge von 70% ab. Und ich gehe davon aus, dass das Cockpit jeden Augenblick umschalten wird, auch auf 70%. Momentan zeigt es noch 71. Die Gesamtreichweite, wenn ich jetzt die gefahrenen Kilometer von 62 addiere auf die prognostizierte Reichweite von 178, sind wir bei 240 Kilometern Gesamtreichweite theoretisch. Da scheint es sich im Augenblick einzupendeln, das ist ziemlich konstant. Wenn das Ergebnis werden wird, wäre es toll. Da hätte ich mit deutlich weniger gerechnet. Aber noch sind wir nicht am Ende. Jetzt haben wir erst 30% unserer Strecke gefahren und noch, ja, wie gesagt, bis zu 180 Kilometer vor uns. Das wird bedeuten, dass wir noch morgen, übermorgen Weg zur Arbeit und wieder zurück. Und dann mal schauen, ob ich noch eine Runde extra drehe. Aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich zufrieden. Das ist eine ruhige Fahrweise. Ich fahre nicht schneller als 55 in der Stadt. 60 da, wo es erlaubt ist. Ist entspannt. Und man kommt trotzdem voran. Ich muss mich trotzdem ein wenig zurücknehmen. Vielleicht eine kleine Rechnung zu den Heizgriffen. Ich habe gesamten Verbrauch, der irgendwo zwischen 6,5 und 7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegt. Das sind 60 bis 70 Wattstunden. Die Heizgriffe verbrauchen, wenn ich das so richtig verstanden habe, um die 35 Watt. Das heißt, eine Stunde lang die Heizgriffe an, kostet mich 500 Meter an Reichweite. Insofern ist das ein Preis, den ich gerne bereit bin zu zahlen für warme Hände. So, und mittlerweile ist auch das Cockpit auf 70% umgeschaltet. Das heißt, 30% verbraucht, noch 70% zu gehen. Mal schauen, ob ich mich heute noch mal melde oder erst morgen dann auf dem Weg zur Arbeit. Das werden wir gleich sehen. Also ihr seht es gleich, ich sehe es später. Bis dann. Nächster Morgen, wir sind wieder auf dem Weg, diesmal zur Arbeit, sind wieder 6 Grad Außentemperatur. Die Nacht über hat der Akku schön abgekühlt. Gestern war er übrigens die ganze Zeit zwischen 10 und 12 Grad.
ich nehme stark an, weil ich ihn die Nacht über am Netz gelassen habe und die Zero die ganze Nacht durch die Zellen balanciert hat, dass der Akku dementsprechend ein klein bisschen vorgewärmt war. Habe ich heute Nacht natürlich nicht gemacht. Der Akku ist auf 8 Grad abgekühlt. Interessant war, ich kam gestern wirklich mit Punkt 60% zurück. Heute früh beim Einschalten hatte ich auch erst 60% und dann hat er sich das Ganze nochmal anders überlegt, kurz auf 62 hochzugehen in der Anzeige. Als ich mich mit den Logfiles beschäftigt habe, habe ich gesehen, dass er durchaus von Zeit zu Zeit eine Anpassung der State of Charge vornimmt. Die Voltzahlen selber in den Zellen verändern sich nicht. Also aktuell sind wir bei 60% State of Charge. Wir sind gefahren gestern 85 Kilometer, haben noch 152 Kilometer prognostizierte Restreichweite. Und das sind 237 Kilometer gesamttheoretische Reichweite. Damit sind wir ziemlich ähnlich in dem Bereich, den wir gestern waren. Das waren ja rund 240, 242. Und ja, es fängt langsam an zu sinken. Mal gucken, wie das weitergeht. So, ich denke, ich werde mich in etwa 20 Kilometern wieder melden. Dann will ich immer noch nicht da sein. Und dann schauen wir mal. Die Anzeige ist gerade umgesprungen auf 50%. Interessanterweise hat die App schon wieder eine Weile vorher die 50% gezeigt. Das heißt, die sind wirklich nicht hundertprozentig synchron miteinander. Nichtsdestotrotz, gefahren 108 Kilometer, prognostizierte Restreichweite 135 Kilometer. Der Akku hat sich mittlerweile leicht erwärmt auf 9 Grad. Ist aber ganz normal, dass der 1-2 Grad, manchmal sogar 3, wenn ich ein bisschen zügiger fahre, sich erwärmt. Das ist überhaupt kein Thema. Ansonsten, wenn ich die theoretische Gesamtreichweite rechne, 108 plus 135, dann bin ich wieder bei oberhalb 240, genau genommen 243. Also, das scheint ziemlich konstant zu werden. Ich bin wirklich gespannt, jetzt auf der Halbzeit, 108 Kilometer passt nun nicht ganz mit 240 Kilometern zusammen. Wir werden sehen. Zumindest wird es deutlich über 200 werden, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert. Dann werden wir uns das nächste Mal sehen, wenn ich wieder auf dem Rückweg von der Arbeit bin. Leider ist mein Mikro ausgefallen, deswegen machen wir das jetzt hier im Stand. Eben auf 40% gesprungen, direkt gegenüber von der alten Försterei. Gruß an alle Union-Fans. Gefahrene Kilometer 138,7, also knappe 139. Verbleibende Restreichweite 107. Das heißt, wir steigern uns wieder in der theoretischen Gesamtreichweite auf 246 Kilometer. Wird also etwas mehr. Ansonsten der Verkehr ist dicht, dichter Feierabendverkehr. Das kommt natürlich der Reichweite zugute, auch wenn es dem Spaß etwas abträglich ist. Aber gut, sei es drum. Ich denke, ich werde es jetzt innerhalb der nächsten 10% bequem nach Hause schaffen und wieder zurück. Wie gesagt, Mikro ist ausgefallen. Damit werde ich mich jetzt heute Abend beschäftigen, damit wir morgen wieder in gewohnter Qualität lauschen können. Insofern, wir sehen uns gleich. Für euch gleich, für mich morgen. Dritter Tag, 30% Ladezustand. Wir sind gefahren, 166 Kilometer. Prognostizierte Restreichweite 77 Kilometer. So, jetzt komme ich im Kopf rechnen. 253, kommt das hin? Nee. 243. 243 Kilometer. Ist also nach wie vor recht konstant.
Lustig wieder. Ich bin gestern mit 35% States of Charge wieder zurückgekommen. Habe das Motorrad die Nacht über natürlich nicht geladen. Und am nächsten Morgen, also sprich heute Morgen, vorhin, war der State of Charge bei 37%. Das ist ein Effekt, der in den Foren als Magic Charging, magische Wiederaufladung, genannt wird. Ist aber relativ einfach zu erklären. Ich habe mir ja die Loks angesehen und in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen überprüft das Batteriemanagementsystem, ob die Spannung zum State of Charge passt. Und hier in diesem Fall hat es festgestellt, ups, bei der Akkuspannung sind wir nicht bei 35, sondern bei 37%. Gut, dass das Ganze eher immer etwas konservativer rechnet und danach sich nach oben korrigiert als andersrum. Ja, ansonsten sind es heute wieder 5 Grad. Es ist recht frisch. Der Akku dementsprechend nicht viel wärmer. Im Augenblick ist er bei 8 Grad. Wie gesagt, bei der Fahrt erwärmt er sich oftmals um 1, 2, wenn ich ein bisschen zügiger fahre, auch mal 3 Grad. Aber ich bin moderat unterwegs. Schließlich will ich ein bisschen Reichweite machen. Und dann sehen wir uns gleich für euch bei 20%. Bis dann. Ich dachte ja, ich schaffe es mit 20% State of Charge ins Büro. War leider nicht so, bin jetzt bei 19%. Kurz vorm Ziel. Und gefahren 182 Kilometer, prognostizierte Restreichweite 55 Kilometer. Das heißt, jetzt geht es ein bisschen bergab. Wir sind jetzt bei 237 Kilometer gesamt. Das wird spannend. Bin echt gespannt, wie genau die Anzeige ist. Eins kann ich zumindest feststellen, ich fahre ziemlich konstant und dann verändert sich auch ziemlich wenig. Das finde ich schon mal gut. Ja, alles weitere dann, die Schlussakkorde heute Nachmittag. Oder für euch gleich sofort. Ich bin gerade auf dem Weg noch was zu erledigen, ein paar Kilometer noch zu machen in der Mittagspause. Und hatte ein interessantes Erlebnis. Abgestellt habe ich die Maschine vorhin mit 17% State of Charge. Im Augenblick bin ich wieder bei 24%. Das Thema Magic Charging, ich hatte es vorhin erwähnt, trifft doch häufiger zu, als ich dachte. So habe ich es bisher noch nicht erlebt. Ich hatte mich schon gewundert, dass ich so viel Restreichweite bei so wenig Akkustand noch hatte. Aber das Batteriemanagementsystem scheint zum ähnlichen Ergebnis gekommen zu sein und hat dann den Akkustand, den State of Charge, etwas angepasst. Im Augenblick bin ich also bei jetzt 23%, habe bereits 187 Kilometer gefahren und 61 Kilometer übrig. Das heißt, 238 Kilometer theoretische Gesamtreichweite. 238, 50, ja, genau. Ja. Dann melde ich mich wieder bei 10%. Tö, Sachen gibt's. So. State of Charge bei 10%. Nein, jetzt wieder 11. Scheiße, ich hätte kein Gas wegnehmen dürfen. Strom. Ja gut, okay, er hat von 10% gerade wieder auf 11 hoch rekuperiert, dürfte sich aber gleich erledigt haben. Also, ja genau, 10%. Gefahrene Kilometer, ziemlich genau 200. Theoretische Restreichweite, 32 Kilometer. Jetzt merkt man schon, dass die theoretische Gesamtreichweite massiv abnimmt. Also wir sind jetzt, einfache Rechnung, 200 plus 32. Bei 232 Kilometern theoretische Gesamtreichweite. Das ist jetzt doch einiges weniger als beim letzten Mal. Die zusätzlichen Prozente über den 20 haben wir übrigens nicht lange gehalten, waren in ein paar Prozent weg.
wie dem auch sei. Bin wieder auf dem Rückweg ins Büro, letzte Schicht noch. Und dann auf dem Weg nach Hause wird es vermutlich dann nochmal richtig spannend. Da nehme ich euch dann live mit. Also bis gleich, dranbleiben. Leider kommt es doch immer wieder ein bisschen anders, als man denkt. Das Mikro hat nicht mehr aufgenommen. Nach einer Minute war die Aufnahme tot. Deswegen bin ich jetzt auf den Ton der Kamera angewiesen und vertone das Ganze nach. Wir sind gerade eingestiegen, State of Charge 2%, 13 Kilometer Restreichweite, mein Weg nach Hause ab dem Zeitpunkt etwa noch 20 Kilometer. Das heißt, mir wurde klar, das passt nicht ganz. Interessant ist übrigens zu sehen, dass die App 1% zeigt, während das Cockpit noch bei 2% ist. Aber wir werden es gleich sehen. Es kommt der Punkt, wo das Cockpit von 2 auf 0% umschaltet. Und weil es halt, wie gesagt, 1%, da ist es gerade passiert, 1%, 21%, 41, 61, 81, die gibt es einfach nicht. Ich nehme an, dass es mit Rundungen zu tun hat. Gefahrene Kilometer 217, 11 Kilometer prognostizierte Restreichweite, das heißt, es wäre eine theoretische Gesamtreichweite von 228 Kilometer. Man sieht schon sehr deutlich, die Gesamtreichweite sinkt jetzt doch weit weg von den ursprünglich mal ausgerechneten 240. Dabei habe ich meine Fahrweise nicht wesentlich verändert. Ist im Reichweitenvideo zum ersten Reichweitentest schon von Joachim bemerkt worden, dass gerade zum Schluss die Prozente bzw. die Restreichweite doch rapide sinkt. Hier an der Stelle sind wir jetzt halt bei 9 Kilometer Restreichweite und ich muss mir Gedanken darüber machen, wie es weitergeht, wohin es weitergeht. Denn das Problem mit den Ladesäulen, gerade im östlichen Teil Berlins, ist so, dass sie nicht sonderlich weit, sonderlich gut verteilt sind. Die letzte Ladesäule, die vor meinem Wohnort liegt, vor meiner Heimatadresse, ist 10 Kilometer von dieser entfernt. Und 10 Kilometer ist eine ganze Menge. Wenn man mittendrin stehen bleibt und maximal 5 Kilometer schieben muss, ist man schon an der Größenordnung unterwegs. Eine Stunde lang schieben macht jetzt nicht wirklich Spaß. Beispielsweise in Friedrichshagen an der Böllsche Straße, eine große Einkaufsstraße, wo viele Leute mit dem Auto auch hinfahren, in einem Bereich, auch, wo es viele Mietswohnungen gibt, gibt es keine einzige öffentliche Ladesäule, nicht eine. Wer in Friedrichshagen ein Elektrofahrzeug haben möchte, der braucht ein eigenes Grundstück, einen eigenen Stellplatz, zwingend. Anders als in anderen Teilen der Stadt, wo die Ladesäulen durchaus ein bisschen enger verteilt sind, gibt es im östlichen Köpenick eigentlich gar nichts, Ladewüste. Das wird sich gleich auch nochmal bemerkbar machen, ohne allzu viel vorwegzunehmen, bringt mich das Thema Ladesäule gleich auch nochmal erheblich in Schwierigkeiten. Erstmal sieht es noch gut aus, ich habe die volle Leistung noch, was heißt volle, nein, ich habe die etwas reduzierte Leistung, aber keine merklichen Einbußen, komme voran, komme gut im Verkehr mit und überquere jetzt gleich hier die Spreebrücke an der Minnertodenhagenstraße. Verkehr, ihr seht es, etwas dichter, aber warum fahre ich ein Einspurfahrzeug, wenn ich nicht auch die Vorteile dieses Verkehrssystems ausnutzen kann? Nicht hundertprozentig legal, aber durchaus praxisrelevant. Und ehrlich gesagt, habe ich noch nie einen Autofahrer gesehen, der auch nur eine Minute später gekommen ist, bloß weil ich mich im Stau an ihm vorbeigemogelt habe. Und nicht zuletzt darf man auch nicht vergessen, viel Verkehr bedeutet langsamere Durchschnittsgeschwindigkeiten. Gerade beim Elektromotorrad wirkt das sich durchaus verbrauchsenkend aus. Dazu hilft, ich bin vorausschauend gefahren, habe mich einigermaßen an das Tempolimit gehalten. Ihr seht es hier regelmäßig eingeblendet im Tacho.
Selbst dort, wo es freigegeben war, beziehungsweise wo höhere Geschwindigkeiten erlaubt waren, habe ich dann zumindest die 60 nicht überschritten. Macht aber nicht ganz so viel aus. Insgesamt kann man sagen, mit einem Verbrauch von 6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer oder 60 Wattstunden pro Kilometer sind also durchaus etwa 200 Kilometer Reichweite möglich. Kleiner Zeitsprung vorwärts, nicht viel. Wir sind immer noch bei 0% State of Charge und 9 Kilometer Restreichweite in Oberschöneweide mittlerweile. Jetzt passiert was Merkwürdiges. Der Motor fängt an zu stocken. Hier gibt es eine kleine Rampe, die über die Straße, über die Kreuzung hinwegführt. Und auf der Auffahrt habe ich deutlich gemerkt, dass hier was mit der Leistung, mit der Leistungsabgabe nicht mehr hinhaute. Kleine Stocken wie Fehlzündungen letztendlich. Sowas kannte ich bisher vom Elektrofahrzeug gar nicht. Das hat mir die Sache doch ein bisschen mulmig gemacht. Eigentlich hätte ich mit den 9 Kilometern Restreichweite durchaus noch bis zur von mir geplanten Ladeseile kommen können. Aber ich habe mich dann doch entschieden, jetzt erstmal rechts ranzufahren, um ja, die nächste Ladesäule in der Gegend anzufahren. Gefahren war ich zu dem Zeitpunkt 220, 221 Kilometer. Das heißt, rein theoretisch mit den 9 Kilometern Restreichweite hätte es durchaus noch auf 230 Kilometer kommen können. Aber dem war leider nicht so. Oh, Licht aus. Das machen wir jetzt nicht mehr weiter. Air Electric sagt, die nächste Ladesäule ist Nee, das ist ein Tesla Destination Charger, den wollen wir nicht. Da ist die nächste Ladesäule. Da wollen wir hin. Und starten. So, 900 Meter. Ihr habt gehört, 900 Meter bis zur nächsten Ladesäule, das sah bis dahin eigentlich sehr gut aus. Durchs Wohngebiet, nicht allzu hohe Geschwindigkeiten. Das war fast der direkte Weg, zur Not hätte ich auch schieben können. Zwischenzeitlich nochmal probiert, ob die Leistungseinschränkungen noch da waren. Im ersten Moment sah es ganz gut aus, aber es sind natürlich auch bei den geringen Geschwindigkeiten kann ich nicht allzu viel aufdrehen. Interessant ist, dass ich auf dem ganzen Weg immer mal wieder in zunehmendem Maße Elektrofahrzeuge gesehen habe, so auch dieses vor mir. E-Kennzeichen immer schön sichtbar, allerdings im zweiten Blick Plug-in-Hybrid. Natürlich ist die Frage immer, wenn man ein Elektrofahrzeug vor sich hat auf der Suche nach der Ladesäule, will das Fahrzeug genau zu der Ladesäule, zu der ich auch möchte. Und das war aber hier zum Glück nicht der Fall. Ich werde regelmäßig gefragt, was hältst du denn von Plug-in-Hybriden als Elektrofahrzeugen? Genau genommen stand das auch bei mir kurz in der Überlegung bezüglich Anschaffung eines Zugfahrzeugs, um mit dem E-Motorrad natürlich auch umwelt- oder klimafreundlich über längere Strecken unterwegs zu sein. Aber im Großen und Ganzen halte ich davon recht wenig, weil ich immer ein unbenötigtes Antriebssystem mit mir rumschleppe. Die Ineffizienz ist da. Ich habe einfach zu viel Gewicht mit rum und auf lange Strecken, gerade für mich, war das indiskutabel, weil ich insbesondere auf langen Strecken keinen Sprit verbrauchen wollte. Nichtsdestotrotz habe ich kein Problem damit, wenn ein E-Fahrzeug, also ein Plug-in-Hybrid, an einer Ladesäule steht, mir oder jemand anders den Ladeplatz wegnimmt, denn ich sage mir, solange er elektrisch lädt,
fährt er auch elektrisch und dann hat das zumindest einen Teil des Einflusses auf das Thema Klima positiv. Hier habe ich die Ladesäule gefunden und an dieser Stelle wunderbar, platzfrei, hervorragend. Eigentlich hätte das Video jetzt zu Ende sein können. Und jeder, der ein gutes Gefühl haben will zum Thema Elektromobilität, der kann jetzt abschalten. Ich habe gut 220 Kilometer geschafft mit dem Elektromotorrad bis zu dieser Säule. Und ja, bis hierhin ist alles super. Ja, und wer wissen will, wie es weitergeht, welche Wendung das noch nimmt, der bleibt natürlich jetzt dran. Einklappen. So, 222 Kilometer. Und theoretisch 9 Kilometer Restreichweite. Wobei der Schildkrötenmodus eingesetzt hat. Und das ist etwas, was keinen Spaß mehr großartig macht. So. Fahrzeug. Laden startet und Zero fährt hoch. Verbindung wieder hergestellt. Batterie lädt. Mit 42 Ampere. So. Zeit bis faul, 3 Stunden. So lange werden wir natürlich nicht warten. Na, no. Hat er abgeschaltet. Nach etwa 30 Sekunden hat der Ladevorgang von alleine aufgehört. Die Säule hat ihn einfach abgebrochen. Ich kann nicht sagen, woran es gelegen hat. Ich habe es nochmal probiert, ich habe den Stecker raus reingenommen, habe nochmal gestartet, wieder abgebrochen, nochmal gestartet, wieder abgebrochen. Das Ganze wirklich 3-4 Mal. Im Nachgang denke ich, dass es irgendwas mit der Ladekarte zu tun hatte. Ich hatte die ENBW-Ladekarte benutzt und die Ladevorgänge sind nicht erschienen in der App, in der Historie. Keine Abrechnung fand statt. Vielleicht war das der Grund. Jedenfalls haben die 30 Sekunden Ladung zumindest dazu beigetragen, noch mal ein bisschen Strom in den Akku zu legen, sodass ich mich dann auf den Weg machen konnte zur nächsten Ladesäule. Denn mit dieser hier bin ich zu dem Zeitpunkt nicht zurangekommen. Also unterwegs in Oberschöneweide stehen zum Glück mehrere Ladesäulen. Ich habe die Ladesäule dann auch gesucht, die ich beim letzten Reichweitentest gleich als erstes morgens hatte. Schön gelegen, aber leider, ihr seht es hier, 2 Elektroautos an der Ladesäule. Sprich, beide Punkte sind besetzt. Also die Frage, wo ist die nächste Säule? Ich hatte in der App gesehen, dass es durchaus noch eine andere Säule dort im Brett gibt. Ein bisschen kurz nochmal nachgesehen und festgestellt, an der Elektrotechnik-Innung steht die nächste Säule quasi um die Ecke. Mich also auf den Weg dahin gemacht, war wirklich nicht weit weg und in der Tat Säule gefunden. Auf einem dunklen Parkplatz, also wirklich kaum Licht vorhanden, nichts da.
war ich zumindest guter Dinge. Die Säule beschriftet mit einmal für 32 Ampere, einmal für 16 Ampere. Ja, sah soweit auch ganz gut aus. Dann stieß ich auf das nächste Problem. Keiner der beiden Ladepunkte akzeptierte meine Ladekarten. Ich habe also wirklich alle Ladekarten durchprobiert und das Thema wurde immer wieder abgelehnt. Bin also nicht zum Laden gekommen. Das hat nicht funktioniert, konnte nicht laden. Das Ganze ein bisschen problematisch, denn die nächste Ladesäule ist erst die kurz hinter Köpenick, kurz vor Friedrichshagen und sozusagen die letzte vor meiner Heimatadresse, sodass, wenn die nächste Ladesäule nicht funktioniert, mir klar war, das wird ein verdammt langer Abend, denn von da aus 10 Kilometer nach Hause, das wird echt eng. Und das zeigt auch schon wieder das Problem. Es funktioniert alles so weit, wie die Ladeinfrastruktur funktioniert. Wenn diese nicht einsatzbereit ist oder aber zu gering, weil zum Beispiel zugeparkt bzw. auch weil andere Elektroautos laden. Und es kommen ja immer mehr Elektroautos in den Verkehr. Ich bekomme halt nicht mit, dass die Ladeinfrastruktur mitwächst. Neue Säulen habe ich schon lange keine mehr gesehen. Ich habe so den Eindruck, in den letzten Monaten ruht man sich auf dem Bestand aus. Das kann es natürlich auch nicht sein. Die Dichte von Ladesäulen muss für sowas deutlich höher sein. Insofern ist es ein echtes Risiko, das Thema natürlich darauf ankommen zu lassen, die Maschine leer zu fahren und dann wirklich auf eine Ladesäule angewiesen zu sein. Mittlerweile kurzer Sprung nach vorne. Ich war jetzt 227 Kilometer unterwegs, die Restreichweite bei noch 6 Kilometern. Durchaus langsam deutliche Einbußen, auch in der Leistung bemerkbar. Ich denke, diese kurze Ladesession, die immer wieder abbrach, hat mir nur eine Kleinigkeit an Strom gebracht. Wesentlich mehr nicht. Die 6 Kilometer Restreichweite, ja, war mir klar, das würde bis zur nächsten Ladesäule reichen, aber auch nicht sehr viel weiter. Nach Hause komme ich damit auf gar keinen Fall. Und so ging es jetzt im Verkehr mitfließen. Das Schöne ist, man braucht sich mit geringem Strombestand auch bei dichtem Verkehr keine großen Gedanken machen. Anders als mit dem Verbrenner verbrauche ich im Stop-and-Go-Verkehr natürlich nicht mehr, sondern eher weniger, wenn ich langsamer fahre. Nichtsdestotrotz ist natürlich nicht schön, wenn die Gefahr ist, dann an irgendeinem Punkt liegen zu bleiben und das gilt es zu vermeiden. Deswegen jetzt letzte Hoffnung, die letzte Ladesäule weitestgehend in, ja, nicht ganz in Sicht, weiter am Ende der Straße gleich rechts rein, muss ich, jetzt wird sie kommen. Hier kommt vorher nochmal eine Tankstelle, auf der es eine Ladesäule gibt. Leider aber für meinen Fall ist das nur ein Schnelllader mit Gleichstrom, der jetzt hier an dieser Tankstelle kommt. Mit dem kann ich also nichts anfangen, das heißt, ich brauche Wechselstrom, bin auf diese langsamen Lader oder Wechselstromlader Typ 2 mit angewiesen. Das Ganze kommt in Sicht da hinten, ihr seht es vielleicht schon, ein Zebrastreifen. Und hinter dem Zebrastreifen wird gleich die Ladesäule kommen auf der rechten Seite. Und jetzt ging es natürlich darum, bitte, 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 sei nicht belegt. Drei Ladepunkte an einer Säule. Was steht da? Nein, da stehen Autos. Ein Elektroauto, zwei Elektroautos. Uiuiui. So, das Ganze war belegt. Also, was nun? Dann bleibt nichts anderes übrig. Richtig nach Hause. Also, der Weg nach Hause würde lang werden, war mir klar. So, von hier ab 10 Kilometer keine Ladesäule mehr. Aber es gab noch eine einzelne Lösung. Nachdem
die Ladepunkte nicht so funktioniert hatten, wie sie sollten, beziehungsweise dann voll waren, habe ich jetzt doch meinen Ladepunkt gefunden. Die Steckdose im Schuppen meiner Schwiegermutter. Motorrad steht vor der Tür, Rest macht das Kabel. Das ist das Schöne am Elektromotorrad. Selbst wenn es keine öffentlichen Ladepunkte gibt, Ladepunkte gibt es an jeder Steckdose ein. Ich muss halt nur ein bisschen Zeit mitbringen, aber ich komme zur Not weiter. Das habe ich jetzt gemacht. Wie gut, dass meine Schwiegermutter auf dem Weg lag. Eine nette Tasse Tee getrunken und nach dem Tee sind wir jetzt bei 5-6% Ladezustand. Das passt, damit komme ich wieder nach Hause. Ja, wenn es euch... Nein. Insgesamt fand ich 230 Kilometer Reichweite in Ordnung. Sind etwa 10-15% weniger als von Zero angegeben, dafür aber auch bei sehr frischen Temperaturen, die so grenzwertig sind zum Motorradfahren. Darunter eigentlich macht es jetzt schon wenig Spaß. Wir haben gesehen, im Sommer sind es 15% mehr, also ist das ein guter Mittelwert. Wird vermutlich so bei um die 20 Grad liegen, wo man diese Reichweiten erreicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Wenn das nicht das erste Video ist, was ihr von mir seht, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon habt. Und ansonsten hoffe ich, ich sehe euch auch beim nächsten Mal. Wünsche euch alles Gute. Ja, und bis dann. Ich jedenfalls werde mir jetzt erstmal eine Menge Häme zu Hause abholen, dass ich ohne Strom liegen geblieben bin. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.